Ja, und damit herzlich willkommen zu einem, ja, zu einer Testaufnahme. Und zwar Days Gone. Ja, mittlerweile schon zum zweiten Mal. Weil irgendwie Shadowplay meinte, Probleme zu machen und den falschen Bildschirm aufgenommen hat. Yay! Keine Ahnung warum, aber von mir aus. So, folgendermaßen, ich spiele jetzt so weiter in Days Gone. Ich habe mir das Spiel geholt, weil ich mir dachte, das ist ziemlich cool. Und ich werde jetzt einfach mal so lange aufnehmen, wie ich Bock habe. Oben den FPS-Zähler sieht man jetzt in den Aufnahmen auch. In den Testaufnahmen habe ich das gesehen. Ich bin aber zu faul, den auszuschalten und für die Aufnahmen wieder an- und auszuschalten. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal so, wie er ist, mitlaufen. Folgendermaßen, und zwar... Ich benutze Shadowplay, weil wir da mehr Leistung zur Verfügung haben. Ganz einfach. Oh, sieht nicht gut aus, das Messer hat mir nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses Mädchen, dieses... Verdammte kleine Kind. Große Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Okay, scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay, na los, helfen Sie, na los. Na komm, Sisse. Okay, alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt, wir müssen warte, zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Kommst du? Nein. Zwei Jahre später. Freak Us All Dead. Interessant. Thank you.
Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest, hey. Everest, was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Diese Ratte. Los. Ja, und damit jetzt mal richtig herzlich willkommen zu Days Gone. Sekunde, ich muss da nochmal ganz kurz was am Dingsbums machen. So, jetzt. Ja, Days Gone, ziemlich cooles Spiel, habe ich mir sagen lassen, etc., etc. Ich habe es mir mit der Cell geholt. Und naja, bin mal gespannt, wie es wird. Mit A kann ich beschleunigen. Ich will jetzt auch nicht zu viel rumfahren hier. Jawohl. Das erinnert mich so ein bisschen an Tomb Raider Legend. Da ist man auch mit dem Motorrad rumgefahren. So, ich will jetzt nicht zu weit vom Schlag abkommen. Ja. Ja, ich wollte es eigentlich streamen, weil ich mir dachte, es könnte ein richtig geiles Spiel sein, aber das Problem ist, ich muss halt so viel abschließen und ich muss halt, ja, ich muss es halt mit Shadowplay aufnehmen, weil ich mit OBS zusammen und mehreren Bildschirmen einfach, sagen wir es mal so, CPU hat nicht genug Leistung. Muss ich ein bisschen aufrüsten. Aber ich will es auf jeden Fall spielen, hab da keine Lust, da jetzt Monate zu warten. Oder ein paar Wochen. Er ist da lang. Na los. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Hey, hey, warte, halt. Moment. Scheiße. Okay, mal sehen. So, ich nehme das jetzt einfach mal hin und lass es so, naja, was heißt unkommentiert stehen. Hier. Aber so Witcher 3 Hexersinne, ja. Ja, ich weiß nicht. Sind die so ein bisschen an Horizon Zero Dawn? Du hast diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. An, wie gesagt, Witcher 3 und Horizon Zero Dawn. Das mit dem Spurenlesen und allem drum und dran. Nur, dass bei Witcher 3 halt der Geralt mit seinen Hexersinnen durchaus... Verdammt! Runter! Ja, eine plausible Erklärung hatte, warum er das kann. Und warum das dann so aussieht. Und bei Horizon Zero Dawn war es ja der Dingsbums. War es ja der Fokus von der Aloy. Hier finde ich es jetzt ein bisschen übertrieben. Alles klar, Bruder? Ja. Nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheiß Kerl. Mir geht's gut, Boozer. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja. Hier links gehen? Er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Oha. Durchsuch ihn. Ah!
Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat doch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen? Leo. Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast da ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, ha? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay. Nein, nein, bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Gut. Nicht solche Arschlöcher wie Leon. Alles klar. Gab also einen Drogendeal, der lief schief und die Dame sollte das abholen und hat wahrscheinlich auf die Fresse gekriegt und wir haben es geklärt. Hat die dann einfach zum Ersticken zurückgelassen. Drecksack. Und hier laufen Freaks rum, die irgendwie scheiße sind. So zombie-ähnlich. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht von der Geschichte, wo es los ist. So, LB, das da und dann... Alter, das kriegt man ja. Zusammenfügen und... Yeah. So, ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Jo. Drücke LS zum Sprinten. Na gut. Wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringen Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Na gut. Wird auf jeden Fall... Scheiße. Ich muss fitter werden. Ja, das stimmt. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Fuck. Wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Pumpe. Leon, ja, er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Na, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. So, morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Na gut. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Ja, los, was? Hilf mir schieben. Freaks oder Ripper? Was ist denn jetzt?
Fahrzeuge schieben. Fahrzeuge können mit X geschoben werden. Ja. Aber nur, wenn der Typ da ist. Schieb! Ich will ja gucken, ob ich den Truck da benutzen kann, anstatt mit Bikes. Oh, du Ratte. Das... ja, lief nicht sonderlich gut. Wir haben es fast. Na gut. Machen wir mal zurück zum Bike. Ist aber nicht meins. Da haben die uns echt eine Falle gestellt. Ist nicht so, als hätten wir mit Freaks und so genug zu tun. Nein, natürlich, die Menschheit muss sich noch selbst beklatschen. Und auf der einen Seite zwar ein bisschen traurig und blöd, aber auf der anderen Seite traurigerweise sehr stark, sehr realitätsnah. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Warum kann ich mir das nicht alles in Ruhe angucken? Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich gehe vor. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Ja, also netter Humor, Biker-Leute, die hier rumeiern und irgendwie wahrscheinlich auf der Suche nach ihrer Schwester sind oder was weiß ich und so ein Kram. Ganz interessant, dass mit den, wie heißt's, dass mit den Freakern alles, ich hoffe, das werden wir noch kennenlernen, was das überhaupt ist und was da ausgebrochen ist oder was weiß ich. Scheiße. Da. Los, weiter. Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Und so ist es wohl. Na, also. Dick! Hey, Dick! Hey, Mann! Ich glaube, er ist tot. Denk an meine Flinte. Machen wir. Ja, wenn die kaputt geht, ist natürlich doof. Okay. Sind das eigentlich richtige Brüder? Die nennen sich die ganze Zeit so, aber... ich weiß nicht, ob die wirklich blutsverwandt sind. Jetzt wieder da hoch. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Ist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Ey, lass es einfach. Scheiße. Einige Fahrzeuge mit Alarmanlagen können nützliche Herstellung bedeuten. Okay, verstehe. Das war ein bisschen schnell, aber... ja... sagen wir es mal so, die können Schrott, die können Teile herhaben. Halt die Schnauze! Richtig so. Ich mach mal Licht aus, einfach aus dem Aspekt her, dass ich sowieso den Schatten runtergesetzt habe. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst.
So, mache ich mich mal voll. Scheiße! Yo. Okay, wir können die also auch von nahem klatschen. Das will unser Spiel damit sagen. Ich bin ein bisschen, weil ich das Spiel eigentlich ganz geil finde, bin ich da, was das angeht, ein bisschen ruhig. Und werde es einfach mal ein bisschen genießen. Das könnt ihr ja mit mir mitgenießen. Was heißt ein bisschen ruhig? Ich werde einfach ein bisschen ruhig sein in dem Sinne von... Ich werde jetzt nicht permanent hin und her quatschen. Ich wollte auch keine Webcam oder so machen, auch nicht im Stream oder sonst was. Ich will mir da einfach mal Zeit nehmen. Das war nicht geplant, verdammte Scheiße! Nein, shit erstmal aus hier. Hallo, ich hab doch... Ja, der dreht sich nicht immer so, wie er will. Ich würde euch zwar den Controller einblenden, um meine These zu beweisen, aber das muss ja nicht immer sein. Vor allem will ich hier so wenig wie möglich außen rum eiern. So, ich weiß nicht, wie viel so ein Verband hergibt. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich kriegen kann. Dann noch einen Verband mitbekommen. Das ist ganz gut. Dean ist am Schießen. Das gefällt mir nicht so wirklich. Oh Scheiße, mehr Freaks! Kriegen auf jeden Fall Schwärmerohr, wenn wir die halt irgendwie klatschen. Ich kriege halt hier immer so einen Unterschied zwischen ich gehe hier rein und da rein. Okay. Und die Überlebenshinweise machen da auch einen interessanten Plot-Twist. Okay, verstehe. Ich versuche, das ist irgendwie... Das hätten sie ein bisschen besser regeln können. Jawohl, Munition! Mal nachladen, aber es sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Und da hinten geht es auch schon wieder weiter. Noch ein Nest. Ja, man riecht's. Wie viele Molotows hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Das haben wir gleich. Das sollte genügen. Bereit? Scheiße. Da kommen sie! Hey, komm schon. Ja, okay. Eine Sekunde. So, wenn mich nicht alles täuscht, brennen die irgendwann komplett ab. Und wir können da hin und her rennen. Die Frage ist nur, brennt das auch komplett ab? Na, es fällt schon auseinander. Es hört nämlich irgendwann auf zu brennen. Ja. Dann gibt es in der Regel auch manchmal Sachen zu finden. Was heißt in der Regel... Keine Ahnung, hier glaube ich nicht. Dann gehen wir halt mal zu Deke. Hätten wir jetzt nicht warten müssen. Ist egal. Ich habe die erste Stunde, ich habe schon mal eine Stunde gespielt und habe mir dann die Aufnahmen angeguckt und gemerkt, es wurde ein falscher Bildschirm aufgenommen. Der abgeklemmt war, alles total komisch. Muss ich nochmal neu einstellen, weil Shadowplay benutze ich so wenig. Muss man hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. Also hier ist irgendwas ausgebrochen. Die haben unsere Schwester in ein Flüchtlingscamp reingesetzt und das ist, glaube ich, auch überrannt und gestorben oder verreckt worden. Da, wo wir jetzt wahrscheinlich gerade gewesen sind.
Shit. Alles voll. Da oben rechts sind die Krabbler, das sind glaube ich Kinder oder so. Shit, wenn die halt runterfallen, werden sie gefressen. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauch nicht lang, gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Klar. Wie gesagt... Heute noch nicht. Wenn schon, denn schon. Los, ihr verdammten Wichser! Ja, genau! Hier bin ich, ihr Penner! Komm zum alten Bill! Komm zum alten Bill, aber eigentlich... Verdammte Krabbler. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer! Krabbler. Krabbler sind Schreckkraft und halten sich üblicherweise an schwer zugänglichen Orten wie Dächern auf. Sie greifen an, wenn sie spüren, dass deine Gesundheit niedrig ist oder du in ihr Revier eintrittst. Ja, so ist gut. Bleib da oben und dann passiert nichts. Haschlecken, ich mach die alle platt. So, es gibt auf jeden Fall EP und ich weiß nicht, ob da noch was zu finden ist. War jetzt vielleicht nicht ganz so geil. Stuhlbein. Das ist eine Nahkampfwaffe. Die machen, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden als unsere Dingsbums. Mollys. So, wie gesagt, man sieht schon, dass ich ein bisschen geübt habe. Einfach aus dem Aspekt, dass ich hier nicht ganz... komplett retarded reinrenne und mein Verderben renne. Aber auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, sagen, weiß ich halt auch schon Bescheid. Ich lasse mir das Stuhlbein. Weiß ich halt schon so ein bisschen Bescheid. Durch Spiele wie Horizon Zero Dawn etc. etc. Von daher muss es nicht unbedingt heißen, dass ich da komplett keine Ahnung habe. So, Kerosin. Ja, die Frage ist, ich glaube, Bierflaschen haben wir keine. Doch, habe ich. Die Mollys brauchen wir für diese Dinger. Für diese Nester. Die brennen nach einer Weile ab. Dann können wir reingehen und gucken, ob da noch irgendwas zu finden ist. Kriegen ja auch, glaube ich, Erfahrungspunkte, hat man ja gesehen, wenn wir so ein Nest komplett ausräuchern und solche Sachen. Von daher ist es vielleicht gar nicht mal so unklug, die so gut ich kann mitzunehmen. Man kann sich auch hier im Gras verstecken. Das hat starke Horizon Zero Dawn Vibes. Büsche, hinter den Büschen kannst du dich tarnen. Wenn du noch nicht entdeckt wurdest, bleibe mit B in Deckung, um unentdeckt zu bleiben und sorge mit Stein für Ablenkung. Ja. Und dann können wir hier so einen Schleichangriff machen. Also das schreit wirklich nach Horizon Zero Dawn. Zwei Mollys. Das ist doch schon mal gut. Warum kann ich das nicht aufmachen? Na gut, okay. Die Frage ist jetzt... Das sieht alles einigermaßen friedlich aus.
Jawohl. Money für Daddy. Da sind noch drei. Ich bin, was das angeht, ziemlich unten rechts auf der Karte, sieht man auch so ein bisschen. Ich weiß zwar nicht woher und warum, aber ohne wäre es halt auch auf der einen Seite unfair. Hier muss ich irgendwie so kriegen. Okay, das hat keiner gesehen, was ziemlich gut ist. Hier muss man halt wirklich aufpassen, weil es kann halt echt sein. Okay. Habe ich das Nest jetzt zerstört? Ja, ne? Das bedeutet, es brennt noch. Okay. Ja, ich habe da eigentlich richtig Bock dran. Also das Spiel gefällt mir, auch wenn es, wie gesagt, Horizon Zero Dawn sehr ähnlich ist. Und auch, wie heißt's? Pistolenmunition. Super. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie, ja, wie gesagt, Horizon Zero Dawn und, welchen Spiel ist es noch ähnlich? Resident Evil. Ah, Resident Evil ist eher so ein Action-Dingsbums. Da schleichst du jetzt eher weniger. Aber Tomb Raider zum Beispiel sieht alles ziemlich interessant aus. Etc. etc. Von daher müssen wir mal schauen. Ah, ja, genau. Witcher 3. Entschuldigung. Aber Witcher 3 ist jetzt auch nicht so ein... Schleichspiel, aber wie gesagt, das mit dem Jagen und allem drum und dran ist halt sehr... Okay, hier habe ich noch einen Baseballschläger aus Holz. Der ist, die sind relativ gleich, aber ich habe noch 64%. Von daher lasse ich den Basie mal hier liegen. Weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Molly! Cool! Keine Ahnung, was das gewesen ist, aber ich habe kein Kerosin. Was aber nicht so schlimm ist. Dafür habe ich genug Mollys. Können wir die Nester ruhig schon alle mitnehmen. Aber hier muss man sich auch seine Ressourcen so ein bisschen einteilen. Deswegen versuche ich hier gerade so ein bisschen so sneaky wie möglich hier durchzugehen. Schwell mal Ohren. Okay, mit dem Stein kann ich den ablenken. Also wie gesagt, Zero Dawn für den Spons. Mit einem anderen Setting. Würde ich sagen. Sagen, das lief gut. 27%. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, aber ich würde sagen, ich hole mir jetzt nochmal die Basie. War ich hier schon? Nee, ne? Irgendwo muss noch eine Basie rumliegen. Wieder so ein Nest. Ach Mist.
kein Fehler. 3 von 4 Nester räumen. Verbände haben wir komischerweise, finden wir genug. Jawohl, war ein guter Finisher. Gut, geht auch mit dem Messer. Haben wir alles schön ausgebrannt. Aber hier gibt es noch was. Was gibt es hier drin? Ausdauercocktail. Ja, das ist etwas, was unsere Ausdauer ein bisschen erhöht. Hier gab es noch eine Basy. Ist noch Zeug für einen Molly. Fehlt ein bisschen Kerosin. Noch ein Verband. Sieht aussieht wie Klopapier. So, jetzt will ich aber noch mal hier unten. Hier unten rein war ich schon. Irgendwo liegt noch ein Baseballschläger. Warte mal, das muss doch in dem Haus gewesen sein. Bin mir ziemlich sicher, dass hier noch ein Basie liegt. Dann nehmen wir nämlich den da. Wir machen nämlich ein bisschen mehr Schaden als unser Messer. Jawohl. Daddy ist zu Hause. Mach Platz. Kann man das nicht entriegeln? Komm schon. Ich meine, come on. So, hier ist noch ein... So, die räuchern wir aus. Crazy Willis infiziertes Gebiet. Gibt Hot Springs? Ja, Infizierungs... Beseitiger. Ziel. Freaker-Nester und Infizierte beseitigen, die Straßen sicherer machen. Nehme ich mit. Was hat jetzt? Plus Schwelmerohr, das ist soweit okay, aber irgendwie hat es jetzt gerade doch gefühlt ein bisschen Damage gefressen. Ich hätte jetzt eben Y drücken können, um irgendwie so einen Spezialfinisher zu machen. Den habe ich selbst noch nicht so gesehen. Dennoch bin ich mir nicht ganz sicher. Ob das mich nicht hätte vielleicht ins Feuer reingesetzt und es macht halt auch einen gewissen Schaden. Dementsprechend habe ich lieber ganz normal... So ein bisschen Auerbohauer gemacht. Ja, ich bin ja einer, der hier echt alles abgrast. Das bedeutet, wir werden auch noch hier in das rechte Gebäude gehen und wenn wir hier irgendwas mitnehmen können, wäre natürlich super. Jawohl, 2 mit einem Schlag. Den auch. Baseballschläger frisst nicht mehr viel, aber hier ist Ruhe. Der, wenn ich einen Stein werfe, ist der, der markiert ist, derjenige, der auf den Stein reagiert. Komm her. So, da hinten ist noch einer, da ist auch noch einer. Hier sind noch 3, 4 Stück. Sollten wir aber hinkriegen. Der ist mit Fressen beschäftigt. Das bedeutet eigentlich... So,
sollte das gehen. So, komm zu Daddy. Ja, was für dich? Basie, für dein Gesicht. Geh zu dem Stein. Mist. Halb... Ja, ich weiß. Hat er mich gesehen? Ja, hat er. Weißt du was? Komm. Nein! Ach. Gut, das war jetzt so nicht geplant. Aber, naja. Nicht hübsch, aber selten. Gucken, ob der uns entdeckt. Wow, 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 wow! Alter! Das könnt ihr mit dem alten Sascha doch nicht bringen, Mann! Hab ich mich jetzt erschreckt? Gibt's hier noch irgendwas? Tourismus-Sammelobjekt. Ja, ist okay. Hier ist ein Safe. Dafür brauche ich eine Safe-Kombination. Die finden wir hier. Welch Wunder. Okay, Munition sind wir voll. Ist auch voll. Ja, es macht, es ist halt schon ein kleiner Vorteil, wenn man irgendwie ständig mit irgendwelchen Nahkampfwaffen ankommt und halt auch ausgerüstet wird. Aber auf der anderen Seite... Warum nicht? Man weiß nie, wann man was braucht. So, die Kombination habe ich. Das bedeutet, ich könnte eigentlich wieder hier rein. Gucken, was im... Oh, Kerosin. Habe ich noch Mollys. Ich glaube, die Mollys sind gar nicht mal so unpraktisch. Die könnte ich echt nehmen. Ich habe keine... Aktivators, die braucht man, die sind zwar ganz nett, um für Ablenkungen so zu sorgen, aber um ehrlich zu sein, wir sind hier, laufen hier aktuell so gut rum, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir das brauchen werden. Jetzt guck ich nochmal, ob ich noch irgendwelche Werkzeuge oder so aufmachen kann. Ich glaube, mit Munition sind wir sowieso mehr als gut bedient. Es war komisch, dass du das aufbrechen musst, aber von mir aus. Voll. Gibt's hier noch irgendwas? Schrott oder sowas? Irgendwelche Metallressourcen? Das ist ein Benzinfilter. Aber okay, wenn man den als Schalldämpfer nehmen kann, nehmen wir mit. So, was haben wir gesagt? Inventar, Ausstattung. Unentdeckt, what the heck? Gibt's ganz viele Sachen, das ist okay. Materialien, Dose, Schießpulver. Ich habe doch irgendwas gefunden. Warum klappt das denn jetzt nicht?
Na gut. Kriegen wir aber hin. So, die Frage ist jetzt, will ich frontal rein oder nicht? Das sieht relativ leer aus. Hier sieht auch alles relativ leer aus. Hier waren wir. Das sieht alles, wie gesagt, sehr gut aus. Wie geht's, Bruder? Bist du fertig? Easy. Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann legt einen Zaun zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren. Die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja, und das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Nehme ich erstmal mit. Kann ich ja noch Beeren sammeln. Das ist soweit ganz gut. Na, einer von diesen Krabblern. Ja, das dachte ich mir. Ich will es jetzt nicht hinterfragen. Max. Ah, so funktioniert das. Medikit. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Was haben wir hier? Hallo, ich habe X gedrückt. Er hat manchmal ein bisschen Probleme, das ein oder andere zu finden. Aber das kriegen wir hin. Ich will mal was probieren. Gut. Das war nett. Scheiße, verrammelt. Ich muss woanders rein. Ja, ich hätte sowieso hier hochgemusst. Vielleicht geht's übers Dach. Oh, mehr Krabbler. Verdammt. Ja, so ist's gut. Brennt, verdammte Krabbler! Laufen hier noch welche rum? Das sieht so ein bisschen... Naja. Nein, ich habe keine Bierflaschen. Ist egal, wir kriegen hier genug. Was ist das? Toller Mann gesucht. Ist okay. Hier ist alles voll. Pistolenmunition. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Das werden wir schon finden, mein Lieber. Jetzt entspann dich mal. Lass uns alles erstmal in Ruhe mitnehmen. Schrott und alles haben wir auf Max. Das ist natürlich... Maximum Kapazität. Kann ich da irgendwas herstellen? Nein, das kann ich nur benutzen. Hier fehlen mir Bierflaschen. Hier ist noch Zeug drin. Hier ist noch Kerosin. Das nehme ich noch mit. Bin mir nicht sicher, wie viel Kerosin man mitnehmen kann. Usa, bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. So, Molotow. Molotow ist voll. Verdammt. Da hinten sind noch einige Sachen. Halt durch, Bushman, ich komme.
Hier kann man sich verstecken. Hier ist noch Kerosin. Oh, Scheiße. Ripper. Ja, das sind wahrscheinlich die Sachen, die ich nicht aufheben konnte. Sieht alles soweit ganz gut aus an sich. Was ist das? Ups. Lass ich mal hier liegen für den Notfall, dass wir es nicht brauchen. Lass mich raten, da kann ich bestimmt dran schießen oder macht's bumm. Die Frage ist, macht das vielleicht Sinn oder macht es vielleicht Sinn, das aufzuheben für den Notfall, dass wir später hingehen müssen? Ich höre sie. Was macht ihr? Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Was Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Ja. Den Weg, Bruder, den Weg. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner der Gefundenen. Du bist der Verirrte. Du bist verirrt. Steig hinab. Steig hinab. Mich. Hinab. Geh hinter etwas in Deckung, indem du dich daneben drückst und B, um dich zu ducken oder aufzustehen. Scheiße. Hier drüben! Ihr Dreckskerle! Weg von ihm! Ja! Bring ihn hinab! Ja, Arschlöcher! Kommt schon! Mach sie fertig! Siehst du ihn? Sieh hin! Der Weg! Er hat sich verkrochen! Bewegung! Fuck, Mann! Was habt ihr mit Boozer gemacht? Diese Boozer, Bastarde! Ich töte sie alle! Boozer, komm! Oh mein Gott! Oh, Scheiße! Komm, ich helf dir hoch! Geht schon! Nein, es geht nicht! Los, hoch! Und Scheiße, Ripper. Wir müssen weg, Mann! Als ob sie mich erwartet hätten! Fuck! Die kamen! Die kamen ganz plötzlich! Okay! Mein Arm! Dich hinsehen! Mein scheiß Arm! Im Ernst, nicht hinsehen! Nicht hinsehen! Los, steig auf! Scheiße! Los, los! Ich will auch rennen! Verdammte Ripper! Oh Mann. Okay, es hat eine gewisse Art von Humor. Das muss man einfach lassen. Und die Frage ist jetzt... Ich dachte, wir kommen nie an. Hey, Wie geht's mit Boozer weiter? Warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Neuro-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Warte. Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da! Nein, ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Mhm. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer... Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Ja, für den Notfall. Das ist vielleicht besser. Gut, im Schrank und im Safe ist was drin. Was ist denn im Safe und im Schrank drin?
Neue Objekte. Handfeuerwaffe, miserabler Zustand. Primärwaffe habe ich nicht. Spezial, normaler Zustand. Mild SCD-Zustand. Hä? Oh, die macht gut Damage. Geil. Hallo, ich habe X gedrückt und ich... Munition und Bolzen, das war's. Mehr kann ich hier nicht mitnehmen, alles klar. Wir müssen auf jeden Fall unser Bike holen, das Bike von Boozer lassen wir erstmal hier, der hat's glaube ich dringend... Verdammt, Boozer, dein Arm wird eben nicht wieder. Ja, bei solchen... Ich muss was für deinen Arm finden. Solchen Verbrennungen würde ich das jetzt auch nicht unbedingt als wird wieder gehen. Von daher, ja. Ja, auf jeden Fall, kranker Shit, ja. Ich würd gerne mal die Story so ein bisschen interessieren. Was zum Teufel? Boozer, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Nein, Ausdauer verbraucht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich sollte den Typen erstmal verfolgen. Aber auf der anderen Seite ist er eigentlich ganz gut. Tarnmarkierung. Verwende das Fernglas und drücke RT, um Gegner zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegung leichter orten. Verfolgte menschliche Gegner zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufe an. Okay. Irgendwas gefunden? Ich hatte recht. Die Drifter von letztens, die zwei auf dem Bike, die haben ein Versteck, die Straße hoch. Ja. Ja, Ambrosbolzen sind mit Sinken. Eine Art Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, legen wir die Scheißkerle um und machen es uns gemütlich. Naja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich lediert aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. Okay. Das ist an sich kein Problem. Okay, dann mal los. Einer weniger. Die Frage ist... Also ich habe echt Horizon Zero Dawn Vibes. Headshot. So, kann ich die denn irgendwie auch... Ja, kann ich. Nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag halt die Armbrust wirklich sehr. Vor allem ist sie so schön leise. Wunderbar. So, looten werde ich später, wenn die halt alle im Arsch sind. Ich habe noch eine Basie, die hat noch 100%. Das ist okay. Schon mal ein paar Bolzen hergestellt. Shit nehme ich auch gleich mit. Das war der letzte. Die müssen uns gefolgt sein.
Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Ganz genau, Dad. Ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm. Sierungsmittel und voll. Dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Gibt's Waffen? Schrott. Was haben wir hier? Kleine Spitzhacke. Kommt wie gerufen. Kleine Spitzhacke. Nehme ich vielleicht lieber als... Baseballschläger. Hier sind noch ein paar Drifter. Auf der anderen Seite könnten wir ruhig ein paar von denen mitnehmen. Na, verdammte Freaker. So ein paar vereinzelt. Ja, nicht schlecht. War jetzt nicht optimal, aber auf der anderen Seite. Nein, ich habe keinen Zedernsetzling. Finde ich hier überhaupt noch was? Das wäre ganz cool. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Oh, Scheiße. Weg, weg. Lauf, lauf. Ach, entspann dich. Es war doch nur ein Vogel. Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Nicht mehr viel Munition übrig. Kriegen wir schon hin. Munition. Yo. Fünfer kann ich herstellen, das ist okay. So, nehmen wir noch ein paar Freaker mit. Hä? Ich meine, wir könnten die jetzt alle auch anlocken, ohne jetzt großartig Munition für diese Lümmel zu verschwenden. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ist die Frage, hat er mich schon entdeckt oder nicht? Yo. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Oh, du Ratte. Na gut, ja. War? Hinterfragen wir jetzt mal nicht. Ich meine, wir haben mehr als genug Heilung. Das ist jetzt nicht so tragisch. Trotz alledem. Hei. Will ich es nicht komplett übertreiben? Kann nicht mehr weit sein. Oh, ja, komm, ich hab doch die... Wo zum Teufel steckst du? Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Können wir hier was finden bei der Ambulanz? Okay, immerhin etwas. Nein, ich habe nichts mehr zu trinken hier. Schrott.
vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen Schrott da haben. Aber ich habe keinen Zedernsetzling mehr. Also kein Holz mehr. Tja, ich würde sagen, das Bike ist weg. Mein Bike ist weg. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey! Du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bike nicht, Mann. Ehrlich. Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen. Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, verdammt. Okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Busa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein. Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen angefressen. Wäre ich aber auch. Ich meine, diese Ficker haben einfach unser Bike geklaut. Diese Lümmel. Das ist aber ganz schön schnell. Kann ich dir nicht irgendwie ins Bein schießen oder so? Oh, komm schon. Naja, gut, die scheinen sich ja so zumindest so ein bisschen... scheinen die bekannt zu sein. Na, schade, ich kann das nicht manuell kaputt machen, wegen 5. Hey, John, bist du da? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Benny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Na gut, wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Finde Manny. Küche. Fleisch und Pflanzen können gesammelt und in Campküchen abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten. Verschiedene Fleischsorten und Pflanzenarten bieten unterschiedliche Belohnungen. Ist eigentlich ganz gut. Das ist alles, was ich für heute habe. Plus 23 Vertrauen ist vielleicht gar nicht verkehrt. Hallo. Freak-Ohren können gesammelt und im Camp abgegeben, an Beutehändlern abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten. Verschiedene Freaker bieten unterschiedliche Belohnungen. Okay, also hier können wir einfach alles... Hallo. Na dann? Alles klar, Jesse. Okay, was bis dann. Du? Wir sehen uns. Echt. Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wow, wow. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Ich meine, eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Die Leute hier kommen zurecht. Mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch.
Tja, so ist das. Aber ich werde dir wahrscheinlich keinen Ärger machen. Als Kind, mal gucken, was der will. War ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika, das Land der Freiheit. So ist es. Na gut, was hast du denn für uns, mein Bubi? Ich hab Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Dick. Oh, Leon. Zack sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Dick. Und danach? Tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Dick. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Korb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Korb. Oh, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Tja, ich würde sagen, den Typen, den wir gekillt haben am Anfang, weil der ein Arschloch war, er hat sich schön gemacht, muss man sagen. Das ist ein Glückwunsch, komm. Hat wahrscheinlich die ein oder andere Vorratslieferung hier reingebracht und jetzt müssen wir das übernehmen, weil wir den umgelegt haben. War aber auch ein Arschloch, also es ist immer so ein bisschen fragwürdig, was jetzt gut war, besser war und was nicht. Aber ein schönes Camp hier, muss man einfach sagen, haben sich hier schön eingerichtet. Wollen wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir hier weitermachen. Beute haben wir abgelegt, Küche haben wir auch Zeug abgegeben, das ist soweit okay. Was haben wir denn für einen Händler? Camphändler verkaufen dir Waffen, Munition, Vorräte, wenn du genug Vertrauen und Punkte hast. Auf höheren Vertrauensstufen erhältst du neue Objekte, schaltest du neue Objekte frei. Wenn du eine Waffe kaufen, wenn du eine Waffe kaufst, wird sie automatisch deinem Waffenschrank hinzugefügt. Hey. Okay. Wie du meinst. Vorräte, was ist das? Pistolenmunition? Das gibt's noch nicht. Handfeuerwaffen, Schalldämpfer, 30 Money. 273 haben wir. Okay, aber ich brauche Vertrauensstufe 2. Was? Nicht genug Punkte? Jupp. Dick, Dick. Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß, ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich habe ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar. Ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Tja, alles klar. Blöd gelaufen. Hat er das von eben übernommen? Fähigkeitspunkte 1, Fähigkeitsstufe 2. Befreiungskünstler.
Erledige kleinere Gegner, nachdem du dich aus dem Kampf befreien konntest. Das läuft eigentlich soweit ganz gut. Den nehme ich mal mit. Biete die Chance, manche von deiner Armbrust abgefeuerten Bolzen wiederzufinden. Fähigkeitsstufe 2, 42% bis zum nächsten. Schon wieder? Nee. Rosa, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt, sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich gehe dann raus und sichere den Berg. Busa, nein, nein, du hast Verbrennungen dritten Grades, du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich könnte was gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, ja, klar, ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. Ja, und was, muss ich ein Bike nehmen oder habe ich das Bike jetzt schon? St. John, hier spricht Cope. Wenn du am Turm bist... Meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Tor aufmachen. Also diese Männer, kennst du die? Die den Saft abzudrehen, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Tippe B an, wenn du mit RT beschleunigt, um zu driften. Okay. Du hast dein Bike verloren, entweder auf dem Grund des Sees, irgendwo auf einer Schlucht oder im Weiten des Fairwall Wildness. Wenn du noch in der Nähe bist, kannst du es mit Hilfe der Karte an. Oder es ging ihnen wie mir. Und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Ende. Scheiße, das ist doch kein gottverdammtes Bike. Warte mal, kann ich irgendwo Fotosmenü? Ich würde gern. Karte, was gibt's denn hier? Code Let's Camp, was haben wir hier? Er ist mein Bruder, haben sich verpisst. Zum Nero-Kontrollpunkt, was haben wir hier? Was aus Guten mache, das Hinterhalt Camp beim ausfindig. Okay, was haben wir hier? Mountain, das ist Hinterland, Hinterhaltscamp. Hier ist eine Tankstelle, da gibt es Benzin. Und was ist das? Gibt's hier irgendwie... Ich muss mich erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Hinterlandscamp, da werde ich wahrscheinlich hier lang fahren müssen. Ich könnte auch hier hoch versuchen zu fahren. Ich fahre jetzt erstmal hier lang. Warte mal, ich will mal gucken. Wollen wir mal speichern und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.